Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Ja, in dieser Folge werden wir endlich mal in eine neue Stadt kommen. Wir waren ja schon lange jetzt in Azura City. Jetzt gehen wir in eine neue Stadt rein. Aber bevor wir das tun, holen wir uns erstmal unser viertes Teammitglied. Kaum haben wir unser drittes, holen wir schon unser viertes. Aber das war's dann auch, dass es so schnell kommt. Das nächste kommt dann nach der dritten oder nach der vierten. Und das gibt es hier, in dem Gras hier. Und wir haben es nicht gefunden als erstes. Ich habe Sander noch nicht richtig trainiert. Ich kann es ja jetzt ein bisschen machen. Ich spule mal ein bisschen vor, dann kann ich es ein bisschen trainieren. Ist ja auch nicht schlecht. Hier gibt es das, glaube ich, auch. Ganz normal, kann man es ja auch bekommen. Was haben wir jetzt? Haben wir Glück? Nein, schon wieder nicht. Was ist denn hier los? Oh Gott. Okay, ganz gut. Was für ein Geräusch. So, komm jetzt. Also ich bin mir sicher, dass es das hier gibt. Bin mir relativ sicher. So, ja, bin mir sicher. Das ist es nämlich. Ihr denkt euch jetzt, was, ihr nehmt Knuffenser ins Team? Ja, ich nehme Knuffenser ins Team, denn ich nehme es ins Team. Also nicht einfach nur so, weil ich es mag oder so. Einfach, weil es ist halt so ein Taktik-Pokémon. Man braucht einfach mindestens ein Taktik-Pokémon in einem Team. Und das tun wir jetzt einfach mal damit. Ich muss aber damit erstmal schwächen. Soll ich auch gut schaffen. Ja, Wachstum, Möbel. Warum jetzt nicht? Ah, okay, ist gut. Was? Na toll. Klar, nächstes Pokémon. Das ist nichts Größe. Das Größe wirst du nicht so vielleicht. Na, okay. Komm, Pokéball, wir brauchen dich im Team. Denn Satzenia, also Confenser kommt dann zu Utrigaria und dann zu Satzenia. Und ich finde, Satzenia ist ein unterschätztes Pokémon. Confenser ist auch ein unterschätztes Pokémon. Das ist eigentlich richtig, richtig gut, wie ich finde. Und deshalb nehme ich ins Team. Außerdem möchte ich gerne, dass es halt sowas hat. Also wir brauchen erstens auch noch ein Pflanz-Pokémon. Und es soll ja auch später Gift und Paralyse, also so Dingsattacken haben. Ja, Blume. Also mir sieht es für mich jetzt nicht so richtig aus wie eine Blume, aber naja. Dieses Pokémon ernährt sich von kleinen Insekten. Mit den Wurzeln zieht es Wasser aus dem Boden. Alles klar. Gut, wir nennen es. Ich bin natürlich mal wieder sehr kreativ bei diesem Pokémon. Und zwar nenne ich es. Nicht Sack. Satze. Ich habe eine große Fantasie bei Namenbenennung. So, da haben wir ein kleines Häuschen einfach so still. Fail. Epic Fail. Speed. Ach was, jetzt bin ich einfach rüber. Oh. Komm schon. Komm. So. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Gut gemacht. Wer bist du denn? Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Ey, das ist doch der aus dem Pokémon Center. Kann das sein? Er möchte, dass er ein Pokémon großziehen. Nee, du. Dann bis später. Grüß dich. Hallo. Warte, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Der hat ja eine Karte hier. Können wir mal eben kurz schauen, wo wir hier sind. Aha. Wir kommen rüber zu. Hallo, wir kommen rüber ganz schnell. Ich will noch nicht alles spoilern. Wir kommen nach Saffronia City an. Okay. Oder kommen wir das? Bin mir nicht ganz sicher. Wir werden das sehen. Jetzt können wir runterspringen. Jetzt ist okay. Runter nach Saffronia. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist versperrt. Du bist durstig? Dann brauchen wir wahrscheinlich irgendwas zu trinken. Aber wo kriegen wir was zu trinken her? Keine Ahnung. Tunnelfahrt. Azura City nach Orania City. Aha. Saffronia City. Oder Saffronia City, wie auch immer. Lassen wir einfach mal offen stehen, so. Bist du ein Nidoran männlich? Willst du es gegen Nidoran weiblich tauschen? Ich hab keins. Schade.
Ja, ist wirklich schade. Denn, also, kurze Erklärung, Nidoran männlich gibt es, glaube ich, nur hier und Nidoran weiblich dann nur in Pokémon Rot. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Ich mache hier eben einen kleinen Cut. Wo das schon nicht wundert. So. Wieder da. Dann machen wir weiter. Wahrscheinlich ist es für euch nur eine kleine Sekunde gewesen, die ich weg war. Ich war ein bisschen länger weg. Aber egal. Wir sind hier jetzt im Tunnelfahrt und es fragt euch wahrscheinlich, wieso ich mich so rum, so Schlangenbewegungen mache. Das liegt ganz einfach daran, dass es hier übelst viele Items gibt. Zumindest sollte es eigentlich so sein. Aber ich finde irgendwie nichts. Also normalerweise gibt es hier richtig viele Items. Also irgendwie finde ich hier gerade nichts. Vielleicht war es aber auch nur ein Remake so. Kann natürlich auch sein. Ach komm, als ob ich jetzt kein Item finde. Irgendwie habe ich das Gefühl, man hätte schon ein Fahrrad bekommen können. Denn ja, man skippt einen Weg, das Fahrrad zu bekommen, ohne die unmögliche Geldanzahl zu, wie soll man sagen, zu haben, zu bezahlen, wie auch immer. Und da sind wir schon da. Schon viele Leute haben Dinge auf den Tunnelfahrt verloren. Ja, aber ich finde nichts. Wieso? Wo sind wir hier? Tunnelfahrt, zurück City, Orania City. Ach, wir sind jetzt auf der Route nach Orania City. Und da oben kommen wir dann noch schon wieder nach Saffronia City, glaube ich. Ja, glaube schon. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin auch durstig. Wir kriegen hier kein Geld für Trinken. Hey, du darfst ja auch nicht durch. Oh, Mann. Hier gibt es ein Item irgendwo. Aber ich finde keins, schade. Ich habe keinen Bock überall zu suchen. Nein, hab ich nicht. Ach, da ist der Trainer. Ich hab schon gewonnen, was es ist. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Okay. Aber ich will ja eh keine Käfer. Unser Team ist bis jetzt schon relativ voll. 4 Pokémon von 6. Wir haben schon bald unser ganzes Team, aber bis jetzt reicht es aber auch. Es wird jetzt noch ein paar Folgen dauern, bis wir unser nächstes bekommen. Komm, Windschuss. Ach stimmt, Sander ist ja besiegt. Ich hab vergessen, ja. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Wird halt Sander jetzt erstens nicht trainiert. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich find's irgendwie blöd, dass Sander nicht so viel drauf hat momentan. Das ist echt traurig. Keine Ahnung, ob wir da noch irgendwas machen können dran. Komm, ja, du bist kein Gegner für mich. Tschüss. Du beliebst zu scherzen, oder? Naja, geht. So. Was macht ihr denn da? Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Mach ich doch gar nicht. Okay. Dun. Pfadfinder, was hast du denn? Ein Shigi! Du Faker, Alter! Unser Knuffenser wird dir zeigen, wie es hier läuft. Ich glaube, ich werde es jetzt umbringen, weil es nur noch 9 KP hat. Oder auch nicht. Habe ich einen Trank? Ich glaube nicht. Ich habe keine Tränke, Leute. Wickel kann es aber! Wow, es kann Wickel! Das ist nicht sehr effektiv. Komm, ich wechsle mein Pokémon. Das Piepe nervt mich auch. Kriegt dazu wenigstens noch ein paar Level. Oder zumindest Erfahrung. Und ich kann vorspulen. Das ist nämlich auch immer noch kein Gegner. Ich kann einfach nie siegen. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Ich möchte eigentlich nur gegen dich kämpfen. Pfadfinderin hat 2 Pokémon. Aber ist immer noch nicht gut. Oh, Patex Level 22. Ich bin stolz auf dich, Patex. Boah, machen wir hier die 30er weg. Ehrlich, Pikachu. Oh, wir sehen das allererste Mal den Pikachu in diesem Spiel. Ich bin gespannt. Wie sieht's aus? Muss ehrlich sagen, es sieht gut aus. Es sieht besser aus als heutzutage. Muss ehrlich sagen, ich finde das, ich sag mal, dickere Pikachu ehrlich gesagt süßer und origineller als das dünnere. Weil das dünnere ist einfach nur so ein perfektes Pikachu. Aber dieses dickere, das zeigt einfach das Original-Pikachu und das finde ich halt besser.
Aber es soll jetzt auch nicht so richtig dick sein. Halt so ein bisschen dicker als das, was man heutzutage kennt. Denn das ist ein normales Pikachu. Das, was Ash hat, das ist einfach nur so ein unterernährtes Pikachu. Aber wie wir wissen, hat Ash kein Geld. Komm. Nein, was mache ich? Oh nein, wieso wechsle ich das Kröte? Da kann doch eh nichts gegen. Oh, Pikachu ist aber blöd. Pikachu, bist du blöd? Was? Immer noch blöd. Er ist einfach sehr effektiv gegen mich und setzt einfach nichts Gutes ein. Okay, da ist die Göre aber jetzt selbst schuld. Oder Pfadfinderin, sorry. Die ist aber jetzt ehrlich selbst schuld. Ich hasse es zu verlieren. Tja, ihr seid einfach ein Paar. Ihr seid ein gutes Paar, denn ihr verliert immer. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, Mio-Glitch zu machen. Ah, Mist. Was machen wir da? Egal, ich würde sagen, ich mache erstmal die Route. Und dann machen wir das in... Schaffen wir das in der nächsten Folge? In der 11. Wir haben ja jetzt die 10. Folge übrigens, glaube ich. Doch, das sollte so sein. Ganz cool eigentlich. Erstmal gegen dich kämpfen. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Ja, ich habe 2 Orden. Was erwartest du? Ich bin gut. So, hast du aber nicht... Oh, Smetbo! Du bist auch ein guter Trainer. Smetbo ist nämlich ein gutes... Oh, ich habe vergessen. Oh, Paralyse ist ja immer noch. Komm, komm, das schaffst du. Puh, 2 KP. Knappes Ding. Aber gut gemacht, Patex. Du bist ein guter Trainer. Ein zu guter sogar. Ja. Wir machen den Mio-Glitch in der nächsten Folge. Versprochen, Leute. Ich verspreche es euch, dass wir es in der nächsten Folge machen. Zumindest denke ich, dass wir es machen. Also ich werde es auf jeden Fall noch machen. Und ich hoffe, ich schaffe es auch nächste Folge. Wir haben hier schon wieder ein Paar. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Also du versperrst mir den Weg. Also ich habe eh keine andere Wahl. Die Pfadfinderin mit 3 Pokémon. Ach, Taubsi, hier, geh mir weg mit den... Ach, ich... Wieso heile ich nicht? Wieso heile ich nicht? Blubstrahl. Komm, Skröte, ich vertraue dir. Du musst jetzt alles reißen. Nice. Noch ein Taubsi. Wie viele Taubsi hat sie, Alter? Das hat nicht ganz geklappt. Gar nicht. Nein, nein, nein. Ja, ich kann ihn jetzt nicht heilen, komm. Hört sich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ja. Na, da hast du richtig gehört. Bitte sag mir, der hat weniger als 3 Pokémon. 2. Ist auch nicht gerade besser. Ein Habitat. Wirbelwind, komm. Versuchen wir es mal. Ja, bringt nichts. Komm, Skröte, ich vertraue dir, Skröte. Du musst es machen. Du musst es schaffen. Radikal. Jetzt könnten wir sogar sterben. Was heißt sterben? Ne? Verlieren. Oh Gott, oh Gott. Komm, komm. Critical oder so. Ja! Ist zwar kein Critical, aber... Boah, Skröte ist so stark genug. Oh, danke. Ich hätte es besser überhört. Ja, das hättest du. Und wir sind hier in... Urania City. Wir sind ja auf einer Insel, glaube ich. Zumindest ist hier viel Wasser. Ja, wir wollen gerne heilen. Okay, wir benutzen gerne Pokémon. Wir haben jetzt 4 von der Zahl. Dankeschön fürs Heilen. Satsu kommt jetzt erstmal auf den ersten Platz. Oh. Ich merke erst jetzt, dass ich die ja groß benannt habe. Aber Leute, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Oder findet ihr es schlimm? Ich nicht. Ey, der verfolgt uns aber auch. Ja, der ist in jedem Pokémon-Center. Was ist denn da los? Und mit den Leuten reden. Ich habe irgendwie Bock, jetzt eigentlich den Mio-Glitch zu machen, aber dafür brauche ich einen Abra, aber damit ist Teleporter. Weil es Teleporter hat. Ich werde jetzt hier nach der Folge mal mich genau umsehen, wie der Mann das macht. Das machen wir dann, denke ich, nächste Folge. Ich gehe dann nochmal zurück in die Stadt. Ja. Ich weiß noch nicht genau,
wie man jetzt genau das Fahrrad bekommt. Ich weiß jetzt aber, wie man es der Schneider bekommt. Das weiß ich. Ach, wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon als Trainer ist stärker als ein wild lebendes. Da hast du recht. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Das hatten wir auch. Hallo. Hey Kumpel, was geht? Das stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Viel Glück noch auf deinen Abenteuern. Ach ja, und daher gibt es auch kein Universal-Pokémon. Ja, da hast du recht. Und danke. Ja, da gibt es ja kein Universal-Pokémon. Also was ihr jetzt genau meint mit dem Universal-Pokémon, weiß ich jetzt auch nicht. Aber naja. Speichern ist auch nicht schlecht. Zack. Wir haben noch ein paar Minuten. Ungefähr so 5 Minuten oder so. Hier steht wahrscheinlich die Stadt drauf, ne? Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergänge. Nice, nice, super nice. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Mashok. Mache, mache, Mashok. Ein Mashok ebnet das Land. Ja. Dann wünsche ich mir noch viel Glück. Ah, ja, ja. Das, die, gibt dem Pokémon Geld, Pokémon Gelb ein sehr bestimmtes Pokémon. Also Gelb, die Spezialedition von dem ersten Teil. Ich mache mal hier kurz einen kleinen Cut. Für euch ist es nur eine Sekunde, aber für mich ist es... So, bin wieder da. Ich habe den Satz nicht beendet, aber ist mir egal. Ah, genau. Hier ist so ein bestimmtes Haus. Das dauert aber ein bisschen lange. Da kriegt man nämlich eine Quest. Ist es das Haus? Nee. Doch nicht. Das war was anderes. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, ja. Klasse. Du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Mike hält eine Angel. Ja, und jetzt kann man ein Carpador bekommen, was sie für 500 gekauft haben. Nice, ne? Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Gerne doch. Hast du gesehen? Die MS Anne ankert im Hafen. Oh, da müssen wir mal hin. Wir haben ein Ticket bekommen. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Aha. Ah, ein Markt. Wie schön. Wir brauchen Tränke. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Oh mein Gott. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Ja, das stimmt. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Gerne doch, wir haben 9000. Oh, ich sehe es richtig. Super Tränke, das ist super. Die Tränke sind super. Danke, Pokébälle, brauchen wir mal ein paar. 4 so passen. Eisheiler? Das gibt doch momentan noch gar nicht. Schutz, nein. Was? Das war's? Kein normalen Trank? Okay, das ist etwas enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber naja, wie er meint. Oder war das Club? War der Club hier? Und wo war so ein Club? Da gab's eine Quest. Besitzt du einen Habitat? Ja. Willst du es gegen Porenta tauschen? Oh, sollen wir das machen, Leute? Aber Habitat kann man noch zu Ibitak entwickeln. Andererseits... Können wir, wie gesagt, ich habe empfohlen, einen Livestream zu machen, wo ich dann die ganzen Pokémon fange. Das ist eigentlich eine gute Sache, oder? Sollen wir das machen? Ich entscheide mich im nächsten Part dafür. Oder übernächsten. Ich mache in der nächsten Part den Mew-Glitch. Und ach, hier ist es. Hier ist der Club. Pokémon-Fan-Club. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Hier gibt es eine Quest, aber die können wir, glaube ich, noch nicht machen.
Wir brauchen erstmal einen Zugang zu Safronia City. Europe. Ich liebe mein Europe. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Okay. Oh Gott. Pikachu. Pikachu. Das wäre ein Pummelhof. Ich schwöre, ich dachte, das wäre ein Pummelhof. Aber es sieht schon aus wie ein Pummel. Ja, okay, es sieht aus wie beide. So eine Mischung. Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Jeder das seine, ne? Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Wenn jemand prahlt, dann prahlt zurück. Okay. Ach, oder war das, gab's erst ein Remake? Nee, kann gar nicht, oder? Ist das Remake in der zweiten Generation? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Wow, Respekt. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja, okay, komm. Sehr schön, dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft, warm und kuschelig. Spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf dem... Was? Danke, dass du mir zugehört hast. Okay, das war jetzt ganz komisch. Nimm dieses Geschenk von mir. Aha, ein Radcoupon. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ah, ich wusste, man kriegt das irgendwie noch umsonst. Mit dem Coupon kriegt man es nämlich umsonst. Seems legit. Ah, in der Arena kommen wir aber erst, wenn wir Zerschneider haben. Wenn wir das mal bekommen. Das sehen wir in der... Nicht in der nächsten Folge sogar. Das sehen wir ein andermal. Allerdings, hört beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Mew-Glitch sehen wollt. Und ja, dann fahren wir ein bisschen Kreuzfahrtschiff. Also dann steigen wir aufs Kreuzfahrtschiff. Und ja, wir erleben neue Abenteuer in der nächsten Folge. Und in den nächsten Folgen von Pokémon Blau. Schaut ab das nächste Mal wieder rein. Ach ja, und schönen Tag noch. Tschüss.